Einmal für alle. Der Podcast von Anne Theke und Fräulein Sarah. Kitchen Talk der besonderen Art. Yeah, girl! Herzlich willkommen zu Einmal für alle, der Podcast mit mir. Richtig. Heute siehst du wieder aus wie Pocahontas. Nein, nee, die hat offene Haare. Mach die Haare auf, dann so, siehst du so aus. Aber so dunkle Tatze. Aber Namen hat sie auch. Wie heißt du? Ich bin die Sarah. Fräulein Sarah. Ja, gut, wenn ihr mich mit vollen Namen ansprechen wollt. Wenn man den vollen Namen sagt, ist das meistens was Schlimmes. Ja, deswegen habe ich ja nur Sarah gesagt. Ach so, also Fräulein Sarah und mir? Na, wer bist du denn? Ich bin nicht Pocahontas. Ich bin eher Barbie. Nee, Barbie bin ich auch nicht. Nee, nicht mal vielleicht, ne? Nee. Jetzt Anne Theke. Cinderella ist aber Cinderella bist du auch nicht. Cinderella, vor allem mit Ü. Ja, deswegen ja. Wen zünde ich denn an, der Cinderella? Zünd den Knaller. Nee, lustig bin ich auch nicht. Doch. Hä? Hä? Klar. Ja, aber außer mir lachen immer nur so wenige. Reicht eigentlich. Also ich muss sagen, es kommt jetzt gerade nur Dünsch aus unserem Mund, ne? Es kam noch nie was anderes raus. Oh, was? Doch, wir hatten schon sehr tiefgründige Gespräche. Zwei. Im Podcast. Außerhalb mehr. Ja, wo fangen wir denn an heute, Sarah? Was macht denn meine App? Ja, also, ich habe ganz viele weggewischt, ne? Also ich habe immer mal so zwischendurch reingeguckt, aber ich habe ganz viele weggemacht, weil ich so dachte, ach du Scheiße, oh Gott, was ist da passiert? Wo kommst du denn her? Also gerade habe ich noch nichts Gutes daran gefunden. Und ich habe gehört, die App heißt ja, die hat ja den Slogan, die Dating-App, um gelöscht zu werden oder irgendwie sowas. Ja, habe ich neulich auch gesehen. Dachte. Und dann dachte ich so, also ich habe sie noch nicht so ganz verstanden. Aber ich habe mich heute erst mit einer Freundin drüber unterhalten. Die hat sich, nachdem sie unseren Podcast gehört hat, hat die sich dann gleich angemeldet. Auf dieser App? Auf dieser App. Müsste man eigentlich Provision kriegen? Eigentlich schon. Ja gut, weiter. Und? Und die hat da ein Date gehabt? Die hat jetzt schon, nee, die hat jetzt kommende Woche zwei Dates. Zwei gleich. Und die hat da was gefunden? Die hat es verstanden, wie es geht. Und du nicht, oder wie? Nee. Ich weiß nicht. Ich werde mir das nochmal erklären lassen. Aber das ist doch nicht so kompliziert. Das ist ein Männergesicht, ein Alter und ein paar Beschreibungen. Ja, aber da kommt ja jetzt noch dazu, dass wenn du ein Like kriegst, dann kannst du ja nur die Männer anschreiben. So, da du Typ Frau bist, die sagt so, nee, also ich schreibe keinen an. Nee. Bin ich dem jetzt auch nachgegangen. Und jetzt dachte ich so, ja, aber die schreiben alle nicht. Was mache ich denn? Da muss ich ja, nee, da kann ich ja auch nicht, weil sie ist ja nicht so. Also. Aber da muss man warten, bis der Typ, den man mag, bis der auch schreibt, bis er einen Arsch in der Hose hat und mir schreibt, ich renne doch keinem Typen hinterher. Seit wann kommt denn der Knochen zum Hund? Ja, aber wahrscheinlich denkt der genauso. Ja, dann ist es der Falsche an meiner Seite. Dann hat er gedacht so, oh, jetzt hat die ein Bild geliked, naja, jetzt like ich mal auch und dann, ja, aber warum schreibt sie denn nicht? Vielleicht wartet der ja sehnsüchtig darauf und ich sitze die ganze Zeit da und denke mir so, ich sitze zwischen den Stühlen. Was mache ich denn jetzt richtig und was mache ich falsch? Weil vermittel ich dem ja ein ganz falsches Bild von dir. Macht das ja auch. Ja, und das macht halt keinen Sinn dann. Nee. Weil dann kommst du an und dann erzählst du ihm erstmal, wie der Hase langläuft und der denkt sich so, aber nee. Du hast mir doch geschrieben. Aber du warst doch so nett. Was ist denn mit dir? Was ist da passiert? Also da muss ich mal kurz aufklären. Klären wir denn eigentlich, bevor ich da hingehe, auf, dass jemand anders geschrieben hat? Nee, dann kommt der nachher nicht. Warum? Vielleicht bin ich ja auch nett, also in Person. Ja, aber das weiß er ja dann nicht, weil er ja dann weiß, dass du nicht geschrieben hast. Und dann fühlt er sich schon verarscht. Wahrscheinlich. Fühlt er sich dann erst beim Date verarscht, wenn ich sage, du, ich weiß jetzt nicht, was ihr geschrieben habt. Ja, aber würdest du das nicht tun? Stell dir mal vor, der Typ sagt dir, du hast übrigens gerade nicht mit mir geschrieben, sondern mit meinem besten Freund. Ich möchte dich aber trotzdem daten, weil ich dich sympathisch finde, von dem, was ich vielleicht so gehört und gelesen habe. Mein bester Freund hat gesagt, du bist okay. Ja, so. Und dann stehst du da und denkst dir so, ja toll, dein bester Freund hat gesagt, ich bin okay, aber was sagst du denn? Du hast ja gar nicht mit mir geschrieben. Nee. Ich bin gerade voll im Redefluss, merkt man das eigentlich? Ich finde das gut. Nee, aber vielleicht denkt er sich auch, ne, anders komme ich an die ja sowieso nicht ran. Ich muss über die beste Freundin gehen. Das denkt sich doch keiner. Na, keiner ist jetzt aber auch ein sehr großer Begriff. Naja, aber selten, oder? Also, ja, gut, ja, natürlich, Männer denken generell selten. Ja, natürlich muss die beste Freundin oder sollte die beste Freundin den Typen auch
recht sympathisch finden, aber letztendlich musst ja du mit dem irgendwie klarkommen. Ja, das wäre super. Das wäre so das Optimum vielleicht. Das Optimum wäre, wenn der mit mir charakterlich, und dann habe ich ja diese Woche auch gelernt. Oh. Ja. Was? Ja, ich habe gelernt. Was hast du gelernt? Ich nehme manchmal auch neue Dinge auf. Man soll ja relativ schnell küssen. Habe ich auch gepostet bei mir auf Instagram. Fand ich total spannend. Weil wir sind ja von den Hormonen, also der Kuss ist ja dazu da, der erste Kuss, um die Immunsysteme auch miteinander zu vergleichen. Ja, toll, hätte ich mal gleich geküsst. Ja. Weil nämlich dann plötzlich das Interesse abflachen kann und man als Frau gar nicht weiß, was fand ich überhaupt an dem so toll. Das ist meistens ein Zeichen dafür, wenn das hormonell und vom Immunsystem gar nicht passt. Das sind so biochemische Prozesse. Ich muss mal kurz eine Nachricht schreiben. Wir müssen uns schnell, man soll das nämlich relativ schnell machen, also Vera Birkenstiel hat gesagt, man soll das auf der Tanzfläche machen, gut, jetzt ist man nicht mehr so romantisch auf der Disco, aber um nicht in irgendwelche peinlichen Situationen zu kommen, wenn man den als erstes Mal zu Hause halb nackt im Bett hat und den küsst und denkt so, oh nee. Ja, nee, das geht gar nicht. Oh nee, das wird nichts. Ja, das ist schwierig. Stell dir mal vor, du hast gedatet und denkst so, nee. So, mega Bombe und alles hin und her. Und dann kriegst du am Ende einen Kuss und denkst, oh nee, ich muss los. Aber wenn ein Mann nicht küssen kann, ist so, also rein von der Technik her auch, ist schon scheiße. Und wenn dann noch das Immunsystem nicht passt, was wir jetzt total wissen, dass es da gleichgehend ausgetauscht und auch... ich habe gerade Kopfkino. Warte, lass uns doch mal dran teilhaben. Oh ja, ich denke mir jetzt gerade, Mensch, hätte ich mal gleich geküsst. Ja. Ja, scheiße. Ja, aber ich... bin dem nachgegangen und habe gesagt, ich lasse mich küssen. Ach, du hast die Anne versucht. Ich habe die Anne, das siehst du, war auch wieder falsch. Egal, wie geht man, das ist falsch. Ja, sagen wir mal nicht falsch. Naja, aber... ist ein anderer Lösungsansatz. Der irgendwie nie funktioniert. Deswegen bin ich Single. Also der kann gar nicht gut sein. Ja, meiner ja dann scheinbar auch nicht. Naja, du hast da schon mehr Dates. Na gut, mehr als eins ist auch nicht schwierig, ne? Ja. Ich hatte ja nur eins in der letzten Zeit. Egal. Ey, das muss sich ändern. Das geht so nicht weiter. Der Sommer ist scheiße, mein Datingverhalten ist scheiße. Aber mir gefällt doch immer keiner. Ja, und dann soll ich jemanden finden, oder was, der mir gefällt. Mhm. Ich habe schon so oft gedacht, so, vielleicht, aber... Nee, komm. Das finde ich scheiße. Ah, der sieht ganz sympathisch, der hat keine Haare. Ich glaube, Glatzer ist auch nicht so ihrs. Weg. Ich sitze so oft da und denke mir so, Aber ich lasse dich das ja machen, damit ich von meinem Stereotyp ja wegkomme. Vielleicht, ich muss ja jetzt anfangen, mal andere Männer zu daten, um mich auf andere Dinge einzulassen, weil das, was ich bisher 45 Jahre gemacht habe, ja, zwischendurch zu ganz vielen Experimenten mit Arschlöchern. Arschreichloch ist immer mit dabei. In dem Fall hatten die beides. Ah. Das muss man doch mal deutlich nochmal betiteln. Okay. Und aus diesem Muster wollte ich ja raus. Ja, aber hast du mein Muster schon mal gesehen? Weil ist ja scheinbar auch nicht das Beste. Proll. Stereotyp Proll. Obwohl du auch zwischendurch so, wo ich denke, oh, das ist ja nett. Ja. Ja, wo ich denke, Mensch, hat aber ein schönes Lächeln. Mal ganz davon abgesehen, dass da schon wieder so komische Gymbilder dabei sind. Wo die dann schon wieder mit ihren Bizeps, Trizeps und da kommen die Adern und alles raus. Wo ich immer denke, das ist doch. Zeig mir deinen Bizeps. Wo ich immer denke, nee. Ja, doch. Aber wenn die dann Klamotten anhaben und man nur das Gesicht sieht, da könnte man denken, ja, das ist ja dann auch was im Gehirn. Ja. Ja. Da war auch was drin. Im Gehirn? Ja. Können die da noch ganze Sätze? Ja, definitiv. Subjekt, Prädikat, die Objekt? Auch, die können auch sehr viel sprechen. Sich artikulieren können sie sich gut. Ja? Ja. Ich habe da so ein... Ich komme da nicht ran an diesen Typen. Also nicht, Typen, naja, gut, aber wir wollen jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Nee. Der eine konnte es. The one in a million. It's the one and only. The one in a million. Ja, wie machen wir das jetzt mit Hinge weiter? Ich meine, deine Freundin hat das ja begriffen. Vielleicht muss die uns da... Vielleicht brauchen wir einen Workshop. Ja, weil die ist auch... Ein Dating-App-Workshop. Ich frage sie nochmal, wie sie bis jetzt vorgegangen ist. Genau, was... Weil wenn sie jetzt... Nee, sie hat nicht nur zwei, sie hat sogar drei Dates. Und bei dem einen, den hat sie mir heute gezeigt. Und dann sagte sie zu mir, ich weiß nicht genau. Ich sage, was ist denn an dem falsch? Der ist so hübsch. Ich sag, bist du doof? Ich sag, ist doch gut. Ja. Ja, aber, was will der denn mit mir? Ich sag, stopp. Halt, ich sag, stopp. Du erzählst mir immer so viel von Selbstwert und
wie toll man sich selbst finden muss und bla und Keks, ja? Ja. Und du erzählst mir, nee, das machen wir so nicht. Ich sag, du gibst dem jetzt auch ein Like. Der hat dir ein Bild geliked. Das hat er nicht umsonst gemacht. Ja, na gut, Sätze, na gut. Jetzt muss ich nochmal fragen, ob die heute miteinander geschrieben haben. Dann hat sie praktisch, also man muss als Frau da jetzt, nee, ich schreibe nicht als Esse. Nee, musst du, glaube ich, nicht. Also, Maiko nicht. Das weiß ich halt nicht genau. Das wollte ich sie nochmal fragen, ob das also, davon abhängt, wer als Erste wie wo liked. Nein. Also ist schon wie Tinder quasi. Ja, und dann hast du ja unten da, wo die Herzen sind, siehst du ja, dass du ein Match hast und dann kannst du auch so, gefällt mir nicht. Ja, bis jetzt, das, was da auf dem Herz war, war ernst schlecht. Ja, uff. Das war so, oh mein Gott, wo kommen die alle her? Das frage ich mich auch immer. Also, aber vielleicht ist die App auch einfach noch nicht so bekannt. Das ist jetzt die nächste Frage. Vielleicht ist auch in meinem Alter nicht mehr so viel übrig. Nein, das war ja nicht nur in deinem, also es waren auch Jüngere. Da gab es auch Likes von so 36-Jährigen, die wiederum aber auch nicht schön waren. Ja, das ist doch scheiße. Das wollen wir ja dann auch nicht. Nee. Also mal jetzt ganz oberflächlich gesehen, aber so wenn es nicht deinem Typ Mann entspricht, dann brauchst du dich ja auch nicht mit dem treffen. Nee. Weil das, nee. Mal abgesehen davon, dass du vom Typus vielleicht ein bisschen abweichen möchtest oder... Von meinem Stereotyp, ja. Ja, genau. Aber letztendlich bringt es ja auch nichts, wenn du den Typen Mann nicht attraktiv findest. Dann brauche ich mich auch nicht mit dem treffen. Du triffst dich jetzt auch gleich mit dem? Du schreibst mit dem und triffst euch auch mit dem? Nee, das war jetzt das für dich gut. Das war für dich gesprochen. Oh Gott. Ja, stell dir mal vor. Das ist gut. Und dann stehe ich da und die denken sich so, ich wollte eine Blonde. Aber dann kannst du sagen, pass auf, mit mir hast du geschrieben, ich bin die beste Freundin, ich mache hier die Vorauswahl. Also, ich habe, dann bringe ich hier so ein Klemmbrett mit. Ja. Mit 20.000, wie Carla ja. Kolumna. Ja. Setze ich dann eine Brille auf und dann, ja. Also passen Sie mal auf. Ich habe ja die Aufgabe, ich muss das alles vorrecherchieren. Ja. Die hat nicht so viel Zeit. Und dann kommen Sie in den Recall. So. Und da haben Sie denn das Glück, mich zu treffen. Und entweder sagt dann am Ende des Treffens, heute leider keine Rose für dich. Oh Gott, stell dir mal vor. Die müssen sich da völlig verarscht fühlen. Ich glaube nicht. Aber das wäre witzig. Wäre richtig witzig. Und dann haben sie eventuell die Chance, in meinem Terminkalender einen Platz zu finden. Dadurch, dass ich ja jetzt noch einen Job angenommen habe, wird das ja mit den Terminen auch nicht besser. Nee, wird das auch nicht. Nee. Oder wir stellen eine Assistentin ein, die genau diese Aufgabe für mich erledigt. Merle? Der Hund. Aber die müsste mich ja erstmal kennenlernen, um zu wissen, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Das dauert ja noch wieder ein Jahr. Ja, deswegen macht das ja keinen Sinn. Oh, das ist doch alles, das, so wird das alles nicht. Also ich kann das schon wirklich versuchen, hier zu arrangieren, aber... Ja. Dann gehst du auch zum ersten Date, finde ich super. Ich setze mich einfach weiter hinten irgendwo Nachbartisch mit Basecamp. Und schreib dir dann immer per WhatsApp. Warte kurz, ich habe gerade eine Nachricht erhalten. Ich muss kurz lesen. Ja, alles klar. Ah, oh, aha. Ja, na klar. Stell mal vor. Das wäre schon ein bisschen lustig. Also entweder derjenige findet es dann lustig oder der denkt sich so, Alter, bin ich hier bei versteckter Kamera oder was? Wenn der das lustig findet, dann ist er auf dem richtigen Weg. Dann versteht er meinen Humor. Aber versetz dich mal kurz in seine Lage. Will ich gar nicht. Da bin ich ja nicht drin. Ja, aber letztendlich würdest du das witzig finden? Ah, das kommt drauf an. Wenn es richtig rübergebracht wird, glaube ich, würde ich das tatsächlich lustig finden. Da würde ich sagen, ey, pass auf, ist eine andere Herangehensweise. Okay. Wenn es aufgeklärt wird und wenn es fair erklärt wird und wenn dann der beste Kumpel vor mir sitzt und sagt, pass auf, das und das ist die Herangehensweise, der kriegt es alleine nicht geschissen. Deswegen haben wir das jetzt erstmal auf dir. Ich bin zwiespalten. Gut, das bist du ja öfter, obwohl du kein Zwilling bist. Dum, 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 was sagt er zu sagen? Dum, dum. Wieso bist du zwiegespalten? Ich weiß nicht, weil ich gerade überlege, wie ich das finden würde. Wie würdest du es finden? Schwierig. Okay, schwierig ist ja nicht weil möglich. Ich mich ja in dem Falle irgendwie so ein bisschen vorgeführt... Weil war falscher Deutsch, ne? Ist nicht schlimm. Ich würde mir vorgeführt vorkommen. Verarscht sozusagen. Naja, schon in einem gewissen Maße. Also ja, ist vielleicht ganz witzig, aber ist halt die Frage, wie viel Ernst ist trotzdem noch dahinter und möchte derjenige mich eigentlich dann wirklich kennenlernen oder ist das jetzt einfach hier nur so ein aus purer Jux und Dollerei einfach mal so ein...
Aber ganz ehrlich, so wenig wie meine Zeit ist, ist es ja nicht aus Jux und Dollerei. Ich treffe mich ja nicht mit irgendeinem Typen, weil ich zu viel Freizeit habe. Ja, aber das weiß der ja nicht. Was erfährt er denn, wenn er sich Mühe gibt? Also, wenn du dir Mühe gibst, dann kommst du eine Runde weiter. Wenn er interessant ist, wenn es ein cooler Typ ist, der so, also wenn du als Partner neben mir, also partnerschaftlich ist ja eine Gemeinschaft. Und wenn du nicht so viel Self-Confidence hast und nicht stark genug bist neben mir, gehst du ja eh unter. Ja. Und dann musst du durch so eine Konstellation schon irgendwie drüber und auch drüber stehen und sagen, okay, ist ja ganz süß, aber Ja, gut, ja. weißt du, wie ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Also wenn du da schon beleidigt zur Seite gehst, dann hast du, dann spätestens nach 3 Monaten sagst du, das schaffe ich nicht. Ja. Die ist mir einfach eine Nummer zu krass, die Alte. Was ist denn mit der Was Alten? ist denn mit der Alten? Also ich meine, mein Arbeitsverhalten ist so, mein Leben ist so, mein überhaupt alles ist so 150% oder 200% von dem, was der Normalmensch macht. Und das ist Ja. für mich normal. Ja. Und ich verstehe sowieso nicht, dass die anderen Menschen immer so viel Freizeit brauchen. Erklärt sich mir ja schon mal nicht. Ja, alles eine Sache der Gewohnheit. Ach so. Ich wüsste gar nicht, was ich machen soll, wenn ich plötzlich frei habe. Ja, aber bei dir ist ja das Problem, dass das Pensum so hoch ist, dass du dann quasi erstmal einfallen würdest, weil da ja keine Aktivität wäre. Nee. Und das wäre ja schon so, Ich habe jetzt auch ein Studium angefangen. Online. Dienstleistungsmarketing. Habe ich jetzt hier die Unterlagen zu Hause? Mache ich noch die erste? Ja. Also kann man in 4 Monaten machen oder in 12 Monaten? Ich habe gesagt, vielleicht so in einem halben Jahr, 6 bis 8 Monate gebe ich mir, dann habe ich das Ding durch. Mache ich auch noch nebenbei. Das kann ich immer machen, wenn ich mal so eine Stunde Zeit und überall, wo ich Warte bin. mal kurz, da war schon der Fehler. Das kann ich mal machen, wenn ich mal eine Stunde Zeit habe. Ja, aber weißt du, wenn die anderen gehen in Ja. die Mittagspause, ich esse sowieso nebenbei oder gar nicht. Und dann kann ich mir doch so eine Vorlesung reinziehen. Irgendwann schlage ich dich. Na, aber das ist doch so, die Zeit wird einem doch eh abgezogen. Wenn du so und so lange im Büro bist, so und so lange das machst, wird dir diese Zeit eh abgezogen. Dann kann ich doch in der Zeit, die mir eh abgezogen wird, die eh nicht bezahlt wird, dafür nutzen, um mir diese Vorlesung Ja. reinzuziehen. Ja. Das ist doch sonst ineffizient. Wer schreibt denn? Wer hat denn schon wieder sein Handy nicht aus? Ich möchte kein. Ja, und deswegen habe ich jetzt noch ein Studium angefangen, um mal wieder darauf zurückzukommen. Deswegen habe ich ein Studium angefangen. Und ja, wie gesagt, ab November dann noch diesen anderen Job dazu und den. Und dann muss ich mal gucken. Dann habe ich 4 Jobs. Muss ich mich irgendwie neu aufstellen, zeitlich. Ja, ich bringe dann schon mal Hanfiger und Müllschippe mit, Warum? weil es vielleicht Momente gibt, wo ich dich zusammenkehren muss. Handfeger Mischung wie hier. Obwohl ich noch nicht mehr mitbringen. Ich source dann out sozusagen. Also hier so Putzfrau muss dann einfach jede Woche kommen, statt Ja. alle 14 Tage. Ja. Weil ich kriege ja eine Macke, wenn keine Ordnung ist. Meine Schrankaktion, die du ja live miterlebt hast, als das Kind angerufen, also da warst du live nicht dabei, hat das Kind Ja. angerufen und meinte, du Mama, vielleicht hat die Wand nachgegeben. Jetzt bin ich im Büro und du kriegst so einen Anruf. Du, die Wand hat nachgegeben. Welche Wand? Richtig, das ist die Frage, die ich gestellt habe. Sondern die, wo der Schrank dran war. Ich sage, welche Welcher? Seite? Es gibt eine Wand, die geht zum Hausflur. Das ist eine Außenwand, also Innenaußenwand. Du weißt, was ich meine? Ja. Die andere geht zum Wohnzimmer. In welche Richtung ist jetzt ein Loch in der Wand? Dann kriege ich doch zur Antwort immer, Mama, bist du entweder komplett bescheuert oder. Hä, na, ist doch eine legitime Frage. So, dachte ich nämlich auch. Also habe ich gesagt, mach jetzt FaceTime an. Ich will es sehen. Dann macht der FaceTime an. Und sagt, ich zweifle echt an dir, Mama. Du bist doch sonst immer. Ich sage, ich möchte dir jetzt so. Dann macht der FaceTime an und das ganze Schlafzimmer, der ganze Boden voller Klamotten. Also muss ich vorstellen, es ist nicht nur das Regal, was jetzt von der Außenwand vom Hausflur runtergeflogen ist, aus der Wand runtergefallen, sondern der andere Schrank auch noch parallel mit umgekippt. Also beides lag auf dem Boden. Ah, das heißt, du kamst auch gar nicht mehr ins Zimmer. Richtig. Somit hat das Kind erstmal den anderen Schrank hochgehoben, hat dann das Video gemacht und jetzt habe ich ein Loch in der Wand. Ich dachte, der Hausmeister kam schon. Der Hausmeister kam, den habe ich angerufen, der hat sich das angeguckt und hat gesagt, der ist jetzt mal 3 Wochen im Urlaub. Wie schnell das denn sein muss. Aber jetzt steht doch da wieder ein Schrank vor. Jetzt kommt er doch da gar nicht mehr ran. Jetzt bleibt das Loch, bis ich ausziehe. Ja, letztendlich ist ja nicht schlimm, weil es ja kein komplettes Loch, aber Ja.
Naja gut, ich war ja sowieso schon empört, wie dieses Regal befestigt war, aber da werde ich mich dann noch bei Zeiten beim großen Kind beschweren. Also, was wir festhalten müssen, Die Dübel sind noch im Regal drin. Ja, aber es ist trotzdem nur eine Gipskartonwand gewesen. Aber diese Gipskartonwand war als Außenwand zum Hausflur. Das verstehe ich nicht, wie man nur so eine Gipskartonwand... Es war mal verkleidet wahrscheinlich einfach nur. Dahinter. Ist was? Verkleidet? Hat ein Kostüm an oder was? Die Wand dahinter ist nochmal mit Gipskarton verkleidet, weil die vielleicht uneben war. Merle, es gibt jetzt nichts zu essen. Platz. Wir kriegen jetzt auch nichts. Gut. Haben wir geklärt. Naja, jedenfalls ist das Loch jetzt noch drin. Ja. Und jetzt steht der Schrank, der rechts war, steht jetzt links an der Wand. Dann habe ich einen Schrank bekommen. Sarah ist total refreshed von meiner Geschichte. Viel Geld hier. Dann habe ich einen Schrank bekommen, habe ich wieder 20.000 Schränke über online, wollte ich die bestellen, machen, tun. Dann habe ich einen Schrank umsonst bekommen von einer Freundin, der eigentlich ein dreitüriger Schrank ist. Nee, drei Korpusse. Drei Korpi. Drei Korpi-Schrank. Mhm. Es wurden aber nur zwei Korpi gefunden. Wo auch immer. Nummer drei ist, aber die Tür, die eigentlich für drei ist, die passt natürlich nicht auf zwei, weil die zu groß ist. Also ist diese Tür jetzt im Badezimmer und nervt mich schon wieder. Weil das schon wieder nicht fertig ist. Wir finden dafür eine Lösung. Aber die Klamotten liegen nicht mehr rum. Das ist schon mal positiv. Aber ich habe ein Regal zu viel. Ich seht. Ich sag dir, so kommst du vom Fühlen und so. Das sind so Dinge. Der Alltag ist das, was mein Leben so anstrengend macht. Nicht meine Jobs. Ich glaube auch. Meine Jobs sind total einfach. Ja, aber vielleicht ist der Alltag das, was on top kommt und deswegen ist es vielleicht so. Ich brauche eine Haushälterin. Mhm. Oh, das wäre geil. Ja, wo soll die denn noch schlafen? Die soll ja nicht schlafen. Die kommt früh und geht abends. Ach so. Hat ja den ganzen Tag zu tun. Wäsche, Wohnung, Einkaufen. Ja gut, dann kann sie auch alle zwei Tage kommen, ne? Reicht ja. Aber das wäre doch top. Ja. Und dann kocht die vor. Und dann muss ich das immer nur mitnehmen aus dem Kühlschrank. Die kocht dann so, wie ich das vertrage und essen kann. Das wäre krass. Das wäre richtig geil. Da stellen wir mal hier eine Anfrage auf eBay Kleinanzeigen. Gibt es sowas? Vielleicht. Meinst die alle zwei Tage kommen? Nein. Also die muss ja nur Dienstag, Donnerstag kommen sozusagen. Kommt auf die Bezahlung an, ne? Dienstag, Donnerstag ist eine 20-Stunden-Stelle und dann macht die das. Haushalt, Wäsche, Einkaufen, Vorkochen, fertig. Schaffst du doch in 2x6 Stunden, oder? Wäre witzig. Lass uns mal eine Anfrage witzig? Stellen. Naja, wenn sowas... Wenn es sowas gibt? Das machen wir. Wir stellen mal eBay Kleinanzeigen, stellen wir eine Anzeige rein und dann... Gucken wir mal. Oh, aber wer die klaut hier? Ich muss auch meine Schlüpper waschen, ne? Wie kommst du jetzt von Clown auf Schlüpper? Meinst du, die klaut Schlüpper? Und verkauft die denn auf eBay? So macht die sich noch Geld nebenbei. Genau. Schlüpper von Anne Theke. Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Du hast ja kein Wein getrunken. Ei, 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 ei. Ich hab doch so schon Redeschwein. Reicht das heute nicht? Nee. Und okay. Ich finde das übrigens... Sehr gut, wie du heute den Redeschwall hast. Ja. Weiß ja nicht warum. Na, weil du glücklich bist. Ah, ja. Das würde es sein. Ich weiß nicht, ob glücklich, aber jedenfalls ist da was passiert, was dir sehr gut tut. Ich bin sehr zufrieden gerade. Könnt ihr interpretieren, wie ihr wollt. Oh, ich war heute im Bootcamp wieder, ne? Ja. Heute war ja wieder Bootcamp Day. Habe ich heute richtig Abriss gemacht. Ja. Richtig Abriss, Weißburgunder. Aus dem Mainland. Dann bin ich so richtig steil gegangen und ich war so im Mut im zweiten Kurs, weil der erste Kurs schon so voller Euphorie war und alles. Und stehe halt so davor und dann stecke ich mir Frage, hat irgendwer irgendwelche Verletzungen, alles hin und her. Und das einer dabei, der versteht nur Englisch. Also muss ich das alles nochmal in Englisch abfragen. Und der stand halt so da, wie so ein Betrüppelter, so total süß und verpeilt noch. Ja. Und ich so, in die Fahrt. Ob er ein scheiß Date hatte oder scheiß Nacht oder scheiß Sex. Und da guckt er mich immer noch so an und so ganz traurig, ich so wie gar kein Sex. Und er so, nee. Das war dein Problem? Ja. Und ich so, du tust mir so leid. Und das fällt ihm dann im Bootcamp auf? Ja, nachdem ich die Frage gestellt hatte nach schlechten Sex. Und da ist ihm eingefallen, er hatte gar keinen. Oh nein, du hast voll in die Wunde noch Salz gestreut. Ja. Sah wenigstens gut aus? Okay. Ich glaube, er steht eh nicht auf Frauen. Ah. Ja. Dann können wir ihm auch einen Mann besorgen.
sehe ich aus wie eine Vermittlungsagentur. Soll ich nur Job Nummer 5 aufmachen oder was? Job Nummer 6. Podcast haben wir ja auch noch. Die Bootcamp-Vermittlungsagentur. Ich habe schon überlegt, ob ich so ein Single-Bootcamp mache. Ja. Weil wie geil ist es denn? Also, wenn so ein Typ in Bootcamp kommt, ne? Dann siehst du schon ganz viele Charaktereigenschaften. Gibt er sich Mühe? Ist er ein Kämpfer? Können wir aber vorher vielleicht gucken? Wer sich bewirbt? Nee, man muss ja schon ein bisschen alles. Okay. Aber dann, guck mal, dann zieht er sein T-Shirt aus, dann siehst du den Körper. Und dann kannst du gucken, gefällt mir das nicht, gefällt mir das Lächeln. Gefällt es mir, wenn er, also so riecht, wenn du im Bootcamp richtig fertig bist, dann siehst du halt aus, also. Ja. Aber wenn dir der Typ gefällt, gefällt dir das auch. Ich finde die Idee gut. Ich finde die auch gut. Ich finde die richtig gut. Ich finde die auch richtig gut. Ich wurde übrigens gefragt, ob ich auch mal ins Bootcamp eine Plus 1 mitbringen kann. Von wem? Ja, den Namen kann ich ja jetzt nicht sagen. Ja, darfst du. Natürlich. Natürlich. In meinen Kurs am besten. Ja. Ja. Das war der Plan. Sonntag. Nee, wegen nicht da, wegen Schwäbisch Hall. Oh. Scheiße. Dann geht doch erst danach die Woche. Ja, danach ist sowieso besser, ne? Ich frag mal an. Da bist du ja eh kinderfrei. Ja, ich frag mal an. Ja, die Woche danach ist besser, ja, weil dann bin ich ja wieder da. Aber nächstes Wochenende bin ich ja nicht da. Mike ja einen Ritt nach Schwäbisch Hall bei Stuttgart da unten ist das. Weißt du, hatte ich der Meinung, das Halbfinale da unten zu spielen. Ach so, ja, die spielen ja jetzt doch da, nachdem wir das vielleicht falsch verstanden hatten. Nee, wir haben das nicht falsch verstanden, das war falsch kommuniziert. Ja. Also Entschuldigung. Ja, na klar. Der Sender ist dafür verantwortlich, dass der Empfänger das versteht, was der Sender sagen möchte, sagt die Psychologie. Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage und nicht für das, was du verstehst. Richtig. Nee, hast verstanden. Nee. Nee, aber es ist wirklich so, dass du als Sender dafür verantwortlich bist, wenn du bestimmte Informationen transportieren möchtest, dass du die so erklären musst, dass sie bei Empfänger so ankommen, dass es genau so ist. Also gerade bei so inhaltlich wichtigen Informationen ist das Spiel in Schwäbisch Hall oder Berlin. Ja, das definitiv. Das ist schon wichtig. Alles andere wäre so Auslegungssache. Jetzt in der emotionalen Ebene. Ist es schwierig. Da bist du nicht dafür verantwortlich, nee, was der andere versteht. Nee. Also das ist auch gar nicht möglich, weil der interpretiert ja seine Emotionen und alles, was er bisher erlebt hat. Quatsch, aus dem, was er alles bisher erlebt hat. Ja, das hast du ja nicht erlebt. Da kannst du ja gar nicht, wenn du, der einfachste Satz ist, wenn du sagst, ich liebe dich. Und der andere denkt, das sagt die doch nur, weil ich das machen soll, das machen soll, das machen soll, das machen soll. Weißt du, weil er ja auf seiner Seite irgendwelche Erlebnisse hatte oder irgendwelche Scheiß da in sich hatte und das dann aus einer ganz anderen Perspektive interpretiert. Ja. So hast du es ja gar nicht gemeint. Nee. Das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe, aber auf der sachlichen Ebene ist es so, dass du als Sender dafür verantwortlich bist, dass die Informationen, die du weitergeben möchtest, auch so weitergegeben werden, dass der Empfänger die so versteht. Also das ist ja bei mir im Eventbereich. Im Eventbereich, wenn ich meine Abläufe mache, sollten die auch so kommuniziert werden, dass der andere die auch versteht. Entschuldigung, ich habe kein Redeflash. Nee, fast gar nicht. Pass mal auf, Pocahontas. Pass doch selber auf. Ich will keine Pocahontas. Wer bin ich denn jetzt? Ronja, die Räubertochter oder wer bin ich? Da finden wir noch wen. Es muss doch irgendein Disney-Märchen geben. Nee. Nee, du passt in kein Märchen. Das ist das Problem? Ja. Ich muss mein eigenes Märchen schreiben. Nee, das ist gar kein Problem. Ich habe genauso diese Woche Podcast gehört. Und da ging es um die Disneyfizierung der Liebe. Oh ja, das kann ich unterschreiben, ne? Und das ist das, was gerade das größte Problem ist zwischen uns allen. Die Disneyfizierung der Liebe. Da habe ich mal drüber nachgedacht. Also ich hatte Zeit zu denken, weil ich bin gerade Auto gefahren. Und hatte gerade kein Telefonat. Dass es ja genau das ist und dass ja eine Beziehung so gar nicht funktioniert. Wie die Disneyfizierung der Liebe. Nee, natürlich funktioniert das nicht. Und da wird uns irgendwas vorgegaukelt und da hoffen wir, dass das genauso passiert. Und da passiert es gar nicht. Deswegen haben wir das ja so schwer gerade aktuell. Ja, aber ich glaube auch, dass wir das schwer haben, weil der eine den anderen einfach nicht versteht. Ich glaube, dass auch ganz viel an Kommunikation und wie wer was versteht, dass daran auch liegt. Ja. Ja, und dass wir diesem Märchen hinterherrennen. Ja. Übertriebenermaßen. Also jeder Film, jeder Hollywood-Film hat ja irgendeine Liebesgeschichte, die nichts mit der Realität zu tun hat. Ja. Weißt du? Und da gibt es ja immer diese, und das hat dieser Typ auch ganz deutlich gesagt, es gibt ja immer diese zwei kranken Typen von Menschen. Mhm. Der eine, der beziehungsunfähig ist und alles wegstößt,
tu mir bloß nicht weh und die Mauer hinterher und der andere, der unbedingt geliebt werden möchte und versucht, diese Mauer einzureißen. Ja. Also jeweils der eine als auch der andere sind ja nicht beziehungsgesund, sondern das sind ja zwei beziehungskranke Typen, die sich meistens treffen. Der eine, der so, dem seine Freiheit total wert ist, lieb ist und der gar nicht möchte, komm mir bloß nicht zu nahe und immer wieder wegschiebt. Ja. Und der andere, der geliebt werden möchte, wo der immer wieder hinterher rennt und alles tut und Romantik, also ganz viel Romantik aufbaut. Ich muss nicht jedes Fremdwort nein, hinkriegen. Nein. Und dass die beiden dann so sich anziehen, wegstoßen und dann so ein Hollywood-Film denkt, der muss doch vor meiner Tür stehen, ganz romantisch und sagen, er liebt mich doch. Ja, im Endeffekt lieben die sich ja auch. Nur der eine kann es nicht zulassen und der andere gibt vielleicht zu viel und damit versteht der eine den anderen falsch und macht dann eher einen auf Rückzug. Ja, von beidem Beziehungsschaden. Richtig. Und im Endeffekt wäre es gut, wenn beide sich eingestehen würden, was deren Problem ist, würden miteinander kommunizieren. Das wäre alles viel einfacher. Die Frage ist, reden die aber in der gleichen emotionalen Sprache? Nee, das ist ja das Problem, weil also der eine den anderen auch nicht verstehen will. Vielleicht meint der eine das ja gar nicht so böse. Das ist einfach viel zu kompliziert für mich. Ja, für mich ist das auch viel zu kompliziert. Am Ende des Tages, wenn man beziehungsgesund ist und wenn man kommunikativ in der Lage ist und es auch will, dann findet man einen Weg. Definitiv, aber wer ist das denn schon? Icke. Im Endeffekt geht es ja alles nur über Kommunikation und Kompromisse oder versuchen, den anderen zu verstehen, auf den anderen einzugehen. Wenn ich mich in den anderen nicht reinversetzen kann, dann funktioniert es ja auch gar nicht. Na, in erster Linie muss ich es wollen. Ja, das sowieso. So, da geht schon was. Wenn der andere aber irgendwelche narzisstischen Züge hat oder andere pathologischen Defekte, dann wird sowieso nichts. Ja. Ja. Oder gerade in einem anderen, völlig anderen Lebensmodell. Fakt ist, wenn das passt, dann passt. Und wenn das nicht passt, bringt es doch nicht mit Zwang da irgendwie. Nee, dann soll es nicht sein. Richtig. Also. Richtig, und dann kommt halt der Nächste, der vor der Tür steht. Einen Haken hinter. Machst du einen großen Haken hinter? Dann kommt der Nächste, der vor der Tür steht, und der macht es dann halt einfach richtig. Ja. So. So haben wir es. Jetzt bin ich 45 Jahre. Und du hast es immer noch nicht richtig gemacht. Ich trinke mal noch einen Schluck. Oder die Männer haben es einfach. Also, ich hatte aber auch glückliche Beziehungen über 4 Jahre. Ja, definitiv. Also aber einmal 8 und einmal. In manchen Fällen kann der Topf Scheiße gar nicht groß genug sein. Also 8 und 7 Jahre habe ich es hingekriegt, da war ich aber irgendwie noch nicht so stark wie jetzt tatsächlich. Ja, gut, aber du bist ja auch gewachsen mit den Jahren. Das machen wir ja alle irgendwo. Ja, vielleicht bin ich jetzt einfach auch zu stark. Oder zu sehr, oder zu wenig kompromissbereit. Ich habe auch neulich drüber nachgedacht, wenn man so lange, also was heißt so lange ist es ja auch gar nicht, aber mit den Kindern habe ich ja viel alleine entschieden. Ja. Dass es dann schwierig ist, wenn jemand von außen kommt und dir plötzlich erklärt, wie die Welt funktioniert, wo du denkst, pass mal, ich habe die letzten 20 Jahre die Welt schon hinbekommen, auch ohne dich. Also. Ja, und ich glaube, da verstehen sich beide Parteien ein bisschen miss. Weil im Endeffekt möchte der eine dem anderen ja nichts Schlechtes. Aber ja, ey, das ist wieder dieses Kommunikationsproblem. Und hier Sender, Empfänger. Und wie nehme ich was auf? In welcher emotionalen Ebene bin ich gerade? Ach, das ist so alles scheiße. Ja, natürlich ist das alles scheiße. Also eigentlich bräuchte man am Anfang einer Kennenlernen- und Datingphase permanent den Therapeuten neben einem. Ja, im Endeffekt wollen wir alle nur eine Beziehung. Der einem dann so erklärt, Anne, das ist so und so gemeint. Ich mit meinen emotionalen Schäden, der sowieso Emotionen immer nicht deuten kann. Ich weiß nicht, was du meinst. Doch, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich emotional echter Schäden bin und Dinge erklärt haben muss. Und Dinge immer verstehen muss. Ja. Und sie dann auch, wenn ich verstanden habe, was das eigentlich alles bedeutet, kann ich ja damit rumgehen und bin ich auch fein damit. Aber ich bin halt nicht derjenige, der zwischen Zeilen lesen kann. Oder Gesichtsausdrücke deuten kann. Oder deuten kann, wenn Dinge so getan werden, was man mir damit sagen will. Also eigentlich brauche ich so ein Handbuch immer. Wenn ich jemanden, vor allen Dingen, wenn ich neue Menschen kennenlerne, bin ich ja noch überforderter. Ich mache das erste Treffen. Da gibst du ihm immer ein Handbuch mit. Pass auf. Also, ich werde dir jetzt so ein paar Stichworte aufschreiben. Die musst du bitte beachten. Die meint das nicht so. Nimm das nicht so, nicht so, ne? Also, die ist, eigentlich ist die ganz nett. Nicht nur eigentlich. Jetzt sage ich auch immer im Bootcamp, bitte nicht vergessen, ich bin eigentlich nett. Eigentlich. Ja.
Ja, bist du ja auch. Ja, aber ich krieg das irgendwie nicht aber transportiert. Aber nett ist auch schon wieder die kleine Schwester von Scheiße. Du musst das ja auch nicht überall transportiert kriegen. Ach so. Nur bei den richtigen Menschen. Also das reicht ja aus. Du musst ja nicht zu jedem nett sein. Muss man nicht? Nee, muss man nicht, aber ich kann auch nicht. Ich wollte gerade sagen, du bist ja auch immer zu jedem nett. Naja, ich will zumindest, ich versuche jedem recht zu machen. Ja. Oder alle irgendwie mit abzuholen. Ja. Und weil ich was will, dann will ich was. Obwohl du echt gelernt hast, auch Nein zu sagen. Ja, ich bin schon ein bisschen... Ich bin sehr stolz auf dich. Bist schon ein bisschen erwachsen. Was? Ja. Das hätte ich jetzt hier schon. Bist du, also erwachsen ist jetzt auch sehr hochgegriffen. Gewachsen. Ja, du bist gewachsen. Also nicht von der Größe her, aber von der Reife. Doch, ich finde schon, dass du einen großen Schritt gemacht. In die richtige Richtung. Oh ja, ne? Ja. Ja. Also außer mit den Wimpern, aber... Die sind gut, so wie sie sind. Die sind toll. Ich habe sie extra schon kürzer gemacht. Ich habe den Spiegel extra geputzt für dich. Ja, nur für mich. Ja, ja. Ich hätte meine Schönheit auch so erkannt. Deine Schönheit, die strahlt praktisch, die überstrahlt alles. Ja. Ja, 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 ja. Ich bin auch ein freudiges Wesen. Und, ja, also heute wirklich? Heute? Es gab schon so andere Momente, aber heute, ja. Heute bin ich... Heute strahlst du richtig. Heute bin ich positiv gestimmt. Ja. Mhm. So positiv schon lange nicht mehr. Ja. Ist so. Ja, ist ja okay. Ist so. Das ist eigentlich... Was ist denn jetzt? Sie lehnt sich vor. Sie hat gerade einen Blitzgedanken gehabt. Aber dann war er auch wieder weg. Hä? Kennst du das? Schießt dir was in den Kopf und dann denkst du, ah, und dann war weg. Nee, kennst du nicht. Nee, kenn ich nicht. Was ist mit dir? Ich werd alt, würde mein Kind sagen. Mein Kind würde sagen, Mutti, du wirst alt. Also beide Kinder würden das sagen. Ich hatte ja gestern beide Kinder hier. Oha. Ja, ich sag dir. Also wenn ich, das Problem habe ich öfter mal, dann gehe ich aber wieder in den Raum zurück, wo ich den Gedanken hatte. Das Schlimme ist, du saßt ja die ganze Zeit hier, also. Ja. Was mache ich jetzt? Ich weiß nicht. Dann war das doch kein wichtiger Gedanke. Nee, dann war das Nonsens. Bestimmt nicht, also. Ja, egal. Also, wir halten fest für unsere heutige Folge. Du triffst dich zuerst mit den Männern. Mhm. Müssen wir wirklich, wir machen das wenigstens einmal. Das möchte ich gerne. Ich habe ja zwischendurch auch überlegt, als ich hier gesagt habe, ich kann mich ja bei Hinge wieder, also ich kann die App ja runterladen und mich mit meinen eigenen Anmeldedaten ja auch selber anmelden, auch auf meinem Handy. Ja, na klar. Da war ich kurz versucht, das auch zu tun und dachte so, na kriegst du mal nach. Und dann dachte ich, nee, das zerhaut ja das ganze Konzept, wenn ich da selber wieder reingucke. Eigentlich finde ich das tatsächlich total befreiend. Dass du das nicht machen musst. Ja. Und ich denke mir so, ach du Scheiße, du hast ja einen Schimmer auf den Laden. Ja. Und dann hast du ja auch gerade den Kopf voll. Ja. Ja, du musst doch noch eine Einschulung planen. Hör bloß auf. Damit war ich die Woche schon völlig überfordert. Also ich kann ja sagen, die Einschulung von dem Kleinen, die habe ich ja auch geplant. Und wir Ossi-Kinder, ist ja so, da ist ja Einschulung schon happening, ne? Das ist ja eigentlich nur aus den neuen Bundesländern, da ist ja Einschulung... Das ist ja wichtig, das feiert man ja genau wie Jugendweihe und so weiter. Ja. So, das kennen die ja in den alten Bundesländern gar nicht. Geht die Kinder zur Schule und fertig. Ja. So, bei uns ist das ja ein Familienfest. Da kommt ja hin zu Kunst. Ja. Hin zu Kunst und bringt Kuchen mit und allen möglichen Scheiß und Umschläge mit Geld. Und dann kannst du ja auch nicht klein feiern. Ja. Wie sieht denn das aus? Was soll denn der Nachbar denken von der Mutti? Nicht unser Nachbar, aber der Nachbar von der Mutti. Ja. Wie das Kind hat keine Einschulung gefeiert. Geht das euch nicht gut? Habt ihr Probleme? Seid ihr ein Sozialfall? Und dann habe ich jedenfalls aufgefahren ohne Ende, ne? Buffet, sondergleichen, Insel der Jugend, gemietet, hinten da, alles hin und her. So viel, dass mein Kind so viel am Buffet gegessen hat, in die Spree gekotzt hat und wieder zum Buffet gegangen ist, weil muss ja essen werden. Dein Ernst? Der kann ich mir so richtig gut vorstellen. Der Kleine, da war ja noch so viel übrig. Der hat reingeschaufelt ohne Ende. Hast du ihm nicht zu essen gegeben? Oder war... Meine Güte! Doch. Oha. Der hat ja so, das war so lecker, das Buffet, dass der nicht aufhören konnte, die ganze Zeit nur am Buffet war. Oh wei. Nee, okay, also das wird mir und nicht. Und in der Schule habe ich echt gestanden, da ist mir eine Träne ins Auge gekommen, ne?
Wirklich? Ja, weil, ich kann dir auch erklären, warum die schöne Zeit ist dann vorbei. In der Kita ist es nicht schlimm, wenn du 5 Minuten zu spät kommst. Ja gut, da bist du so ein bisschen variabler. Da kannst du so... Ja, in der Schule weiß ich noch von dem Großen, der permanent Ärger gekriegt, weil ich am Anfang immer zu spät war. Kann der Kind nicht dafür. Was ist denn mit dir? Na, ich bin flexibel. Ja, gleichzeitig ist bei mir der Große. Das kommt bei mir jetzt nicht vor, die wird schon pünktlich da sein. Du bist aber auch ein kleiner Streber, was das betrifft. Man könnte mich auch als Monk bezeichnen. Ja. In manchen Situationen. In vielen. Mann, aber siehst du doch, es kommt mir doch manchmal zugute. Oft. Ja. Ja, sehr oft. Mit dem Essen zum Beispiel. Ja. Du hast halt mit mir dir heute auch eine Aufgabe gesucht. Ja. Wir ergänzen uns einfach beide gut. Ach ja? Wo ergänze ich denn? Dich? Hä? Na, wir haben beide schon gut voneinander gelernt, ne? Ach so, okay. Ja. Ja, und deswegen war das so in der Schule, wo ich dachte, jetzt der Kleine auch noch. Jetzt kommt der in die Schule und jetzt müssen wir wieder pünktlich aufstehen. Und jetzt aber ich habe durch die Schulzeit der Kinder gelernt, ich bin jetzt überall pünktlich. Mein Vater hat gefühlt 20 Jahre mit mir geübt und hat verzweifelt, was der mir eigentlich mit Respekt läuft, wenn man zu spät kommt. Bis er dann irgendwann auch zu mir gesagt, du pass auf, sag einfach den Tag, wenn du kommst. Keine Uhrzeit mehr. Ja, reicht ja aus. Ja, fand ich auch. Hat er gelernt. Hat mit den Kindern, glaube ich, gelernt, dann auch on time. Ja, und? War der Kleine war öfter on time, oder? Öfterer als der Große. Es ist sehr gut ausgedrückt. Öfterer als der Große? Öfterer? Gibt es dieses Wort? Nein. Häufiger? Mehr. Absolut. Ja. Tatsächlich? Er wird uns lieben dafür. Nee, tut er nicht, aber ist egal. Nee. Tatsächlich habe ich es mit dem Kleinen öfter geschafft als mit dem Großen. Okay. Na gut, aber ist ja schon mal ein Fortschritt gewesen. Ist eine Entwicklung. Sowieso. Und jetzt bin ich überall überpünktlich. Und jetzt bin ich ungehalten, wenn jemand zu spät kommt. Und dann gehst du beim ersten Date. Ja. Das ist aber auch eine andere Nummer. Also Entschuldigung, zum Date kommst du bitte pünktlich oder ja, listet. Das hat meine Freundin übrigens auch sehr gefeiert. Aber ist doch so. Sie hat gesagt, es ist total cool, dass sie das gemacht hat. Ich hätte es nicht gemacht, sagt sie. Ja, wie lange willst du denn warten, bis der Typ kommt? Was aber denkt er denn, wer er ist? Sie hat gesagt, sie hätte sich nicht so lange voll quatschen lassen von ihm. Ja, okay. Ja. Also wirklich, oder? Quatscht er mir einen Baum ab? Ja. Naja. Wäre das auch noch gut gewesen, weil der Quatsch hätte... Entschuldigung. Wäre ja okay, aber... Naja. Der hat sich die ganze Zeit selbst beweihräuchert. Ja, das hat halt nicht gepasst zwischen euch. Nee, da wollte ich nicht mal rausfinden, ob unser Immunsystem zusammenpasst. Das ist eine Nachricht, die ich nachher verfassen muss. Kann man bitte gucken, ob unser Immunsystem zusammenpasst? Ja, habe ich gelernt. Und das klang für mich logisch. Ja. Aber was passiert denn dann, wenn es nicht zusammenpasst? Dann wirst du krank. Dann hast du als Frau sofort keinen Bock mehr auf den Typen. Da kann er noch so hochinteressant davor gewesen sein. Als Frau sendet dir dein Immunsystem Desinteresse zu dem Typen und du verstehst gar nicht mehr, was du an dem toll fandest und der nervt nur noch. Und das habe ich tatsächlich auch schon erlebt. Oha. Ja. Oha, okay, das probieren wir aus. Dann kommst du gar nicht erst in die Versuchung herauszufinden, ob der jetzt im Bett gut ist oder nicht. Was man ja sich dann überlegt, wenn du einen Typen datest und denkst, oh, du bist ganz interessant. Ich finde dich total spannend. Und jetzt gehst du auseinander und denkst so, was passiert, wenn das nicht bringt, sozusagen. Also wenn, als Frau, also wir bringen das ja immer. Oder? Ich verstehe die Frage nicht. Ich verstehe die Frage auch nicht. Schließlich von selbst. Also wir haben ja so viel Ego, dass wir sagen, es läuft bei uns. Es wird auf jeden Fall laufen. Von meiner Seite aus. Im besten Falle. Ja. Es ist ein Ozean und keine Wüste. Aber... wenn der das nicht bringt. Und du denkst, ich meine, hatten wir ja auch schon die Diskussion, dann muss man das einfach auch beenden. Da musst du einfach sagen, du, ich esse zeitig, ich habe 6 Mahlzeiten am Tag, ich habe einen Ernährungsplan, du bringst jetzt hier meine Zeiten durcheinander, du musst jetzt auch gehen. Es tut mir voll leid. Ja, mit dem emotionalen Gesicht bitte. Das musst du machen. Stell dir das mal vor. Das möchte ich mir nicht vorstellen, weil... Wir möchten uns nur noch vorstellen, dass es läuft. Ja. Richtig. Wir möchten jetzt keine... Nee, hatten wir ja genug. Nee, genau. Hatten wir genug? Brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt genügend empirische Studien im negativen Bereich hinter uns. Ja.
ich bin jetzt bereit für was Gutes. Aber ich frage mich ja gerade, also mein Zeitmanagement geht ja immer mehr in die Richtung, dass ich dafür keine Zeit habe. Ja, was soll ich dazu sagen? Deswegen treffe ich mich auch als erstes mit ihm. Ja, genau. Deswegen hast du das erste Date. Muss man nur noch klären, ob ich da, ob deine Freundin könnte sich doch mit mir an den Nachbartisch setzen. Das wäre witzig. Ich lade sie ein. Hat sie Bock drauf, oder? Ich frage sie, sie hat bestimmt Bock drauf. Hat sie Bock drauf und dann schicken wir dir immer SMS, WhatsApp. Ja, die laden wir dann übrigens auch mal ein zum Podcast, weil ich glaube, das wäre sehr interessant. Du. Du. Wir haben ja demnächst auch einen Talkgast. Oh ja. Da freuen wir uns. In 14 Tagen. Freuen wir uns schon sehr drauf. Doll freuen wir uns. Ja, das wird witzig. Ob der Talkgast sich da auch freut? Hä, natürlich. Der Talkgast ist doch schon völlig euphorisch. Er hat feucht im Schlüppi auch. Ah, hoffentlich. Ja. Liebe allein reicht nicht, ist ihr Lieblingssatz. Ja, ist richtig. Ja. Ich musste gerade kurz darüber nachdenken, ja. Aber Liebe allein reicht nicht, ist ihr Lieblingssatz. Und damit hat sie halt verdammt recht. Ja, hat sie. Und deswegen wird sie uns ja aufklären, sie ist ja in einer glücklichen Beziehung. Vielleicht erzählt sie uns, wie das geht. Ja. Sie macht den Workshop mit uns nächste Mal. Ja. Wir haben sie gefunden. Sie ist praktisch Dr. Love. Sie hat schon eine gute, große Aufgabe vor sich dann. Sie ist einfach Dr. Love. Das heißt, unsere nächste Podcast-Folge ist mit Talkers Dr. Love. Dr. Love kann Brüste machen, unglückliche Beziehungen hervorbringen. Sarah ist völlig glücklich. Ich stelle mir das gerade vor, wie sie dann hier sitzt mit hochgebundenem Haar. Und Brille. Eine Brille. Ja. Und Klemmbrett. Ja. Und dann uns erzählt, wie das funktioniert so. Dr. Love. Ja. Ja, ja. Ich freue mich. Ich mich auch. In diesem Sinne. Schon wieder rein in die Rinne? Nee, hat er letztes Mal. Oh Mann, gesehen. Aber der ist witzig. Pass auf ihn nicht. Tschüss. Tschüssi.